TV Straßensound. Nee, man ist nicht mit allen cool. Das auf gar keinen Fall. Es gibt schon so Ellbogen und alles Mögliche oder dass man einer nicht dem anderen gönnt. Es ist aber nicht so wie im Rap, dass das irgendwie ausgetragen wird, weil Beef oder Battle hat ja eine ernste Stimmung. Eigentlich sollte Marokko für andere Sachen bekannt sein als für Haschisch. Also das ist... Oder wenn du selber einen Film guckst, dann kommen die Eltern immer zum unpassendsten Moment rein. Die denken, was guckst du da? Und, du hast ja auch den Miami Yassin dann auch getroffen, ne? Ja, was hat der denn da damals so beim ersten Treffen zu dir gesagt? Hat er dich erkannt? Ja, ich muss dazu sagen, ich... Fliege ich mit den, roll ich mit den, fahr ich über Zoll mit den, mit mein Jetski. Mit mein Jetski, fliege ich mit den, roll ich mit den, fahr ich über Zoll mit den, Kofferraum voll mit den. Wen soll ich mitnehmen? Ich brauch kein Boot, ich brauch kein Zeugflug, ich brauch kein Taxi. Was geht ab, Leute? TV Straßensound. Heute mit Benaissa von der Rebel Comedy. Wir sind hier in Braunschweig. Erstmal grüß dich, Benaissa. Wie geht's dir? Hey, gut, danke. Alhamdulillah, mir geht's gut. Danke. Dir auch? Mir geht's auch gut. Alhamdulillah. Sehr schön. Wir waren heute hier bei dir bei deiner Solo-Show in Braunschweig. Wie ist es so nach anderthalb Stunden circa? Sich mal so die Show durch den Kopf gehen zu lassen, ist man vorher aufgeregt? Ja, du bist vorher hart aufgeregt, immer noch, also bei mir ist das immer noch, das ist so Achterbahn. Davor sagst du dir so, boah, scheiße, warum mache ich das überhaupt? Ich habe denen alle versprochen, dass ich die zum Lachen bringe. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt kann oder nicht, die haben Geld dafür bezahlt, vielleicht bin ich überhaupt gar nicht witzig. Und dann machst du das und nach der Show denkst du dir, boah, ich will direkt wieder. So. Gab es schon mal so Fail-Momente, so dass du auf die Bühne gekommen bist und wirklich keiner gelacht hat? Ja, klar, natürlich. Ich glaube, jeder Comedian hat so, gerade in der Anfangszeit, wo du dir einen Witz ausschreibst und du merkst so, hey, der ist voll geil und du gehst auf die Bühne und du kriegst die totale Enttäuschung. Und das Allerschlimmste ist wirklich, wenn keiner lacht. Die meisten Menschen denken immer, das Schlimme ist, wenn jemand buht oder sowas. Aber viel schlimmer ist, wenn keine Reaktion ist. Das ist das Allerschlimmste. Gibt es so eine Reaktion, die dir bis heute so im Kopf geblieben ist, wenn du auf die Bühne kommst, dass du dir denkst so, shit, nicht, dass wieder das passiert? Nee, so nur die Momente, wo halt keiner gelacht hat, die bleiben dir hängen. So. Du denkst dir, boah, hoffentlich lachen sie. So gerade der erste Lacher, der ist am wichtigsten. Der erste Lacher, wenn du den hast, dann bricht das Eis und dann gehst du einfach mit dem Flow. So. Wie ist denn das so, wenn man solo unterwegs ist, ist man da dann ein Ticken mehr aufgeregt, als wenn man mit der Gruppe, weil ihr seid ja eine relativ große Gruppe, wenn ihr jetzt Rebel Comedy unterwegs seid. Wie ist denn da die Aufregung? Nimmt man sich da die gegenseitig? Ja, in der Gruppe auf jeden Fall. Also wenn in der Gruppe die Leute kommen zur Rebel Comedy, da sind fast 10 Comedians an einem Abend. Wenn der Abend nicht so gut gelaufen ist, dann kannst du es noch auf jemand anders schieben. Kannst du sagen, das war wegen dem oder wegen dem. Und wenn du eine Solo-Show hast, du weißt, die Leute kommen wirklich nur wegen dir. Wenn es schlecht war, war es wegen dir. Aber auf der anderen Seite, auch wenn es gut war, war es wegen dir. Der Lohn am Ende ist auch der doppelte oder der achtfache. So. Nicht nur finanziell gesehen, sondern auch so vom Feedback. Du weißt, du hast den Laden gefüllt. So, das ist schon ein gutes Gefühl. Ja, wie du schon sagtest, so dass es öfters mal so ein gutes Feedback gibt. Ich habe auch schon mit diversen anderen von euch schon gesprochen, also mit anderen Künstlern wie Özcan, Khaled und so, und die haben halt auch das öftere Mal erzählt, so was die für krasse Feedbacks mal bekommen oder das krasseste Erlebnis, was die von einem Fan bekommen haben. Oder auch so die lustigsten Momente, so dass irgendwie einen Hochzeitsantrag gemacht hat und dann die Frau weggelaufen ist und so weiter. Hast du auch solche Sachen erlebt? Nur mit der Rebell-Comedy zusammen, das sind wahrscheinlich die Geschichten, die du auch von Khaled gehört hast. So Heiratsantrag-Fails. Oder was halt immer wieder auftaucht, ist, du hast immer so ein, zwei Leute im Publikum nach der Show, die zu dir kommen und dir einen Witz erzählen wollen oder sowas. Das ist immer schrecklich. Die denken, ja, weil du auf der Bühne Witze erzählst, bist du jetzt derjenige, der unbedingt einen Witz hören will. Und vielleicht kannst du den ja gebrauchen, Junge, ist das dann immer so. Das taucht immer wieder auf. Kennt, glaube ich, jeder Comedian. Also wenn wir uns unter Comedians treffen, dann tauschen wir auch meistens solche Geschichten aus. Gibt es auch unter Comedian Beef, wie es zum Beispiel bei den Rappern der Fall ist? Oder ist man da eher so, dass man mit allen cool ist? Nee, man ist nicht mit allen cool, das auf gar keinen Fall. Es gibt schon so Ellbogen und alles Mögliche oder dass man einer nicht dem anderen gönnt. Es ist aber nicht so wie im Rap, dass das irgendwie ausgetragen wird, weil Beef oder Battle hat ja eine ernste Stimmung. So, das will man ja von einem Rapper, will man das sehen, ist wie bei einem Boxer, so. Du willst genau das sehen. Und von einem Comedian willst du zum Lachen gebracht werden und meistens nicht auf so eine seriöse, harte Schiene oder sowas. Deswegen passiert das nicht. Es passiert
nicht bei Stand-Up-Comedians, so rumgesagt. Also jetzt unter anderen Comedians gibt es sowas, glaube ich, auch. Gerade YouTube und sowas, da geht es jetzt auch los. YouTuber dissen sich gegenseitig und sowas. Aber bei Stand-Up-Comedians gibt es sowas noch nicht. Wer weiß, vielleicht erfindet das irgendwann mal jemand. Vielleicht macht Murwan den ersten Schritt in die Richtung. Murwan von Hoedbeerhoof. Aber Murwan von Hoedbeerhoof ist kein Stand-Up-Comedian. Der stand-upt höchstens am Hauptbahnhof und vertickt da. Kommen wir mal so ein bisschen so zu deiner Persönlichkeit. Wann hast du angefangen, Comedy zu machen und was war so der Grund, dass du angefangen hast, in die Richtung zu gehen? Ich habe eigentlich mit Start von Rebell-Comedy angefangen. Also das ist immer wieder die gleiche Geschichte. Ossos und Babak haben Rebell-Comedy gegründet, also die Idee dafür gehabt und haben nach Comedians gesucht und haben einen Aufruf über MySpace, ich war damals auf MySpace noch, haben die so einen Aufruf gemacht, dass die Stand-Up-Comedians suchen mit Hip-Hop-Background. Und ich habe damals noch so ein bisschen gerappt nebenbei und so mich einfach so im Entertainment ausprobiert. Und plötzlich habe ich gehört von diesem Aufruf, Stand-Up-Comedian gesucht. Das hat, die Beschreibung hat halt gepasst. Und daraufhin habe ich mich beworben. Und mit diesem Startschuss habe ich angefangen, Stand-Up-Comedy zu machen. Ich hatte keine Ahnung, was Stand-Up-Comedy, wie das funktioniert oder so. War keiner da, der mir das beibringen konnte oder so. So einfach Set geschrieben, wovon ich dachte, okay, das ist witzig. Zu Babak und Ossos gefahren, denen das vorgetragen in so einem Casting, da waren so 50 Leute oder was. Und von da an habe ich halt angefangen, erstmal nur in der Rebell-Comedy, nur mit unserem Publikum, bestimmt 3 bis 4 Jahre, nur bei dem Publikum Stand-Up-Comedy zu machen. Und danach erst rausgegangen auf normale Bühnen in Deutschland, offene Bühnen und sowas. Das war für mich auch erstmal Schock, weil ich nur Ausländergeschichten erzählt habe. Ja. Nur Sachen, die wir verstehen können, Schläge von Vater kriegen und all sowas. Ja, ja. Wo, wenn du das einem deutschen Publikum erzählst, wo der sich denkt, so, oh, du wurdest zu Hause missbraucht oder sowas. Also, da bin ich erstmal auf so darauf gestoßen, dass ganz andere Humorfarbe ist. So. Und da habe ich natürlich wieder neue Sachen gelernt. Und jetzt sind es mittlerweile, mit der Tour werden wir 10 Jahre Rebell-Comedy feiern. Also mache ich 10 Jahre Stand-Up-Comedy, wobei man die ersten 3, 4 Jahre sagen kann, das Experiment so. Und danach erst wirklich gewusst, was ich da mache. Wie bereitet ihr euch eigentlich vor? Weil wenn man sich euren Tourplan anguckt, der ist ja schon relativ voll. Also ihr seid ja Solo, Mixshows, Moderation, als Rebel Comedy, Fernsehauftritte und hier und da. Wie bereitet man sich da für seine Shows vor oder für die zukünftigen Shows? Also man wiederholt ja nicht immer seine Shows. Nee, also bei der Rebell-Comedy, wir haben eine Tour im Jahr, Rebell-Comedy. Jedes Jahr kommen wir mit einer Tour und für alle Leute auch, die zu uns kommen, auch zu den Solo-Shows, damit sie wissen, bei der Rebell-Comedy gibt es immer das Neueste von uns allen, von jedem einzelnen Comedian. Es gibt immer neue Sets, ganz nagelneu für die Rebell-Comedy. Und bei unseren Solos gibt es meistens einen Zusammenschluss aus den besten Sachen, die wir je geschrieben haben. Und du bereitest dich insofern vor, dass du von Anfang an, wo du Stand-Up-Comedy machst, sammelst du deine Gags. Ich habe so vielleicht 200 Minuten an Stand-Up-Comedy. Wenn ich zu einer Fernsehaufzeichnung eingeladen werde, dann gucke ich mir das Thema an, wie viele Comedians treten da auf. Bin ich der Einzige, der so ein bisschen Ethno-Comedy macht, dann nehme ich aus dem Ethno-Comedy-Topf was. Oder ich nehme halt aus dem Männer-Frauen-Ding was, so wenn das eher passt. Also du hast so kleine Bausteine, die du dir immer wieder rausnimmst. Und dein Comedy-Arsenal wächst so mit den Jahren. Du bereitest dich halt darin vor, dass du immer wieder die Sachen rund spielst und die mit in dein Repertoire reinpackst. Du hast ja auch mal auf so einer marokkanischen Show gespielt. Ja. Das hast du ja mal selbst erzählt und ich dachte mir, jetzt muss ich wirklich fragen, war das wirklich so, dass vor dir eine Frau kam, die so über traurige Sachen und dass dann der Veranstalter dann mit so einer Ansage an die Bühne kam? Genau so, das ist also fast... Also vielleicht so für die Zuhörer, dass du das mal kurz zusammenfasst selber in eigenen Worten. Also du kriegst oft halt so, ich krieg sehr viel Feedback von der marokkanischen Community, dafür bin ich auch sehr dankbar, so, die laden mich immer wieder ein für Sachen, aber in der marokkanischen Community ist Stand-Up-Comedy auch noch etwas Neues, die wissen das nicht richtig zu platzieren, die wissen zum Beispiel nicht, dass das Publikum dich sehen muss oder so, solche Fehler passieren dann manchmal und bei diesem Auftritt war es so, dass vor
meiner Comedy-Show ist halt so ein richtig dramatisches Thema. War eine Frau, die hat ein Video gezeigt von behinderten Kindern in Marokko. Das Publikum war total traurig. Und genau danach musst du auf die Bühne gehen. Die sagen zu dir, okay, du bist in 5 Minuten dran und du siehst, das Publikum ist am Weinen und alles Mögliche. Ist überhaupt nicht die Zeit für Stand-Up-Comedy. Also das sind halt die Sachen. Solche Sachen, wenn die mir passieren, verpacke ich mir natürlich witzig und benutze die für die Bühne. Also das ist passiert halt hin und wieder. Wie bist du dann damals so auf die Bühne gegangen? Ich habe es direkt thematisiert. Ich bin auf die Bühne gekommen und habe auch direkt gesagt so, oh Mann, das ist echt der passende Moment für Stand-Up-Comedy, oder? Und dann haben die Leute auch selber gemerkt, so okay, es ist gerade so Tiefpunkt und dadurch lockerst du die. Du musst halt mit solchen Sachen umgehen können. Wenn du Stand-Up-Comedy machst, du wirst halt oft in einem Rahmen eingeladen, wo die Leute zum allerersten Mal Stand-Up-Comedy in ihrem Laden anbieten. Auch viel Shisha-Bars und sowas, die nicht wissen, wo so 3 Säulen vor dir sind und keiner kann dich in Wirklichkeit sehen. Die sehen halt einfach nur so, hey, das ist cool, das möchte ich bei mir haben, aber machen sich noch keine Gedanken darüber, wie das funktioniert. Aber es wird immer besser. Nimmst du noch solche Anfragen an von so Shisha-Bars oder so? Ja, Shisha-Bars immer weniger auf jeden Fall. Hochzeiten auch gar nicht mehr. Also wenn es so persönlich passt und alles Mögliche und man kennt die Leute, dann man mit denen sprechen kann, das und das und das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist halt schwierig in der eigenen Community. Ich weiß nicht, die verhandeln halt nicht mit dir so normal über deinen Manager oder so, wenn du mit dem Manager ankommst, also, was Manager? Das ist immer so der direkte Kontakt, man schreibt direkt bei Facebook, komm vorbei, Instagram. Du kannst Essen kriegen von uns, du kannst was trinken, kannst mit uns tanzen. So kommen die Leute dir direkt so auf Freundschaftsbasis und du willst halt auch dann auch nicht sagen, ey, hier ist die Karte von meinem Manager, ruf den an, so, weißt du? Dafür ist es halt einfach noch nicht so weit. Klar, das ist so das Problem, was so einige Landsleute von uns haben. Genau, man lernt das noch, aber es wird inshallah wird es immer besser. Ich hoffe, ich hoffe es natürlich. Hast du auch mal so Auslandsauftritte gehabt, so wie Khaled und so? Also die waren ja mal, glaube ich, in Ägypten, sind da mal aufgetreten. Machst du das auch so im marokkanischen, also marokkanischen Ländern? Wenn sich das anbietet. Ich bin in Marokko, in Nador bin ich schon aufgetreten. Machst du das dann auf Arabisch oder? Da habe ich das auf Berbisch auch gemacht. Ah, okay. 5 Minuten auf Berbisch gespielt, also berbisches Publikum. Ist schwer, wenn du für Stand-Up-Comedy musst du die Sprache voll griffbereit haben. So. Und deswegen, das, was jetzt die Jungs gemacht haben, die waren mit der Bundeswehr in Ägypten und in Türkei und alles Mögliche. In dem Rahmen habe ich nur mit dem Quatschclub Hongkong und China habe ich gespielt, aber vor deutschem Publikum. Okay. Viele wissen das nicht, aber in Hongkong und in China leben deutsche Communities. Ah, okay. Die leben da schon. Ah, du hast ja letztens, glaube ich, ein Foto gepostet, ne? Genau, da war ich bei diesem Bruce Lee-Ding und sowas. Da war ich in Hongkong, habe vor deutschem Publikum gespielt. In Hongkong gibt es, glaube ich, so 5000 Deutsche, die für deutsche Firmen da arbeiten. Ah, okay. Und das war cool für mich, weil ich konnte mal ganz anders spielen, weil die waren die Ausländer. So, ich konnte auf die Bühne kommen und mein erstes Wort war so, na ihr Ausländer, lebt ihr, habt ihr euch nicht integriert, schnappt den Chinesen ihre Jobs weg, könnt nicht mal Chinesisch sprechen und esst kein Hundefleisch, was ist los mit euch? So, man kann das halt denen mal den Spiegel vorhalten, so, war cool, also allein Hongkong zu sehen, so durch Stand-Up-Comedy mal Hongkong, ich wollte schon immer Hongkong mal sehen, ich bin so, glaube ich, der größte Jackie-Chan-Film, den es gibt, so, Jackie-Chan-Fan. Okay. Den es gibt, deswegen, für mich waren die ganzen Kulissen Hongkong zum Beispiel auch so, ich kannte das, mal ein Taxi zu sehen aus Hongkong, kennt man aus Police Story und sowas, war schon krass auf jeden Fall. Hast du auch vor, demnächst auch in Amerika, so wie zum Beispiel deine Kollegin Inis Armani, die war ja in Amerika, hat da auf Englisch ein bisschen gespielt, könntest du dir das auch vorstellen? Ja, Inis, das Englisch ist erstmal 10.000 Mal besser als meins. Also für mich, was mich auffällt, ist so ein bisschen, ich habe die Sprache nicht so richtig drauf, aber ich glaube, dass mit der Thematik gerade, dass ein arabisch aussehender Mensch einen deutschen Akzent im Englischen hat, damit lässt sich voll viel machen. Das ist so etwas, das steht auf meiner Liste, das irgendwann mal zu probieren in England oder in Amerika. Aber es ist nicht so ein Ziel, das ich erreichen möchte, sondern vielleicht mache ich irgendwann mal Urlaub in Amerika und probiere das mal aus. So. Aber mehr ist es auch nicht. So. Ich möchte jetzt nicht in den englischen Markt rein oder sowas. Dafür sehe ich mich noch nicht so breit. So. Also mir reicht Deutschland, Schweiz, Österreich erstmal. Wir warten natürlich ab, was da passiert. Mir ist gerade noch eine andere Frage, was Marokko betrifft, durch den Kopf gegangen. Und zwar, ich habe einen Friseur, der ist auch Marokkaner, auch Berber. Und der ist immer so, immer wenn er mich sieht, ist er so, hast du schon Benaysa getroffen? Der ist ein Riesenfan von dir.
Und immer wenn er mich sieht, er sagt so, Bruder, flieg einmal nach Marokko, da gibt's beste Haschisch. Immer, er sagt immer zu mir so, ey, Bruder, flieg dahin, da gibt's beste Haschisch, wenn du in Marrakesch bist, dies, das. Ich bin so, Bruder, so, wenn ich in Urlaub fliege, ich will Strand, Sonne. Ja. So, stimmt das? Ist jeder Marokkaner, also von vielen Marokkanern höre ich das, die zu mir sagen so, Bruder, flieg nach Marokko, mach einmal in deinem Leben und ist das wirklich so? Komm, Marokko. Weil Müllwand von Hauptbahnhof. Ja. Eigentlich sollte Marokko für andere Sachen bekannt sein als für Haschisch. Aber jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Haschisch, weiß so, so es gibt in Kitama und sowas gibt es so Haschischplantagen und so sehr viel von dem. Also allein das, dass es Haschisch gibt, ist, glaube ich, so Marokko zu verschulden. So. Also die sind diejenigen, die sich die Mühe machen, überhaupt Haschisch herzustellen. Aber gibt es natürlich in Marokko, aber es gibt viel mehr Sachen zu sehen als Haschisch. So. Wenn du nach Marokko fährst, fahr auf jeden Fall nach Marrakesch. Marrakesch ist eine der schönsten Städte so. Jemaa el Fna, diesen Platz. So. Du wirst dir vorkommen, als ob du in eine Zeitmaschine reingegangen bist, im Mittelalter rausgekommen bist, Gaukler auf der Straße, alles Mögliche. Ist ein schönes Land zum Bereisen. Wer gerne Haschisch raucht, wie Jimi Hendrix zum Beispiel, die sind früher in den 70ern, sind alle nach Marokko gefahren. Und so mit VW-Bus und sowas, Hippie-Zeit. Ja. Jimi Hendrix hat sogar da gewohnt. So. In Essaouira, glaube ich, oder so. Also das ist schon bekannt dafür, aber ist nicht wirklich marokkanische Kultur. Kann man sagen, ja, natürlich nicht, natürlich nicht. Man fliegt ja auch nicht in Urlaub nach Kolumbien, um Kokain zu ziehen oder sowas. Geht's nicht. Ja, da fliegt man eigentlich hin, um sich mal das Haus von Pablo Escobar mal anzuschauen. Das ist ja jetzt mittlerweile auch so ein Altersheim geworden. Ja gut, besser so. Wer weiß, vielleicht noch ein bisschen Geld im Boden versteckt, kann man ausgraben. Klar. Guckst du eigentlich Narcos? Weil du hast ja heute zwei Mal Kolumbien erwähnt. Genau, aber ich gucke so keinen Narcos. Alle werden mich bestimmt hassen dafür, dass ich keinen Narcos gucke. Ich habe die erste Staffel mir angeguckt und in der Mitte war ich so, hey, was soll ich? Soll ich jetzt gucken oder soll ich lesen? Alter? Die ganze Zeit lesen. Irgendwann habe ich versucht so, okay, vielleicht ist mein Spanisch gut genug. Du verstehst kein Wort mehr. Aber entweder will ich lesen oder ich will gucken. Und bei Narcos geht gucken irgendwie nicht. Da musst du die ganze Zeit die Untertitel mitlesen. Ist zwar cool, Schauspiel. Aber das immer dasselbe. Immer ich heute puta, tranquilo. Ja. Mehr ist da ja nicht. Nee, weil wenn die auf Spanisch sich auch austauschen, so, das ja, geht manchmal so, schon um wichtige Sachen. Du musst schnell lesen und alles Mögliche. Und ich bin eigentlich Brillenträger auch. Zu Hause will ich meine Brille ausziehen und keinen Bock so nah an den Fernseher zu gehen, um zu lesen. So. Also, das nervt mich immer. Also Narcos gucke ich gar nicht. Ich bin sowieso nicht so der Serientyp, eher Filme. Was war so der letzte Film, den du gesehen hast? Ich habe letztens wieder so Jackie Chan-Wahn gehabt. Und okay. Ich warte gerade auf The Foreigner, aber ich gucke sehr oft ältere Filme. So. Hm. Also Jackie Chan, also nicht Jackie Chan ab Rush Hour, sondern davor. Ja, so. Das sind so die Filme, die ich am liebsten gucke, weil es ist so Action und Comedy. Ich finde, es ist ein krasser Comedian auch. Ein heftiger Typ. Also von ihm. Das auf jeden Fall, der spielt ja sehr, sehr viele Rollen, also verschiedene Facetten, die er hat. Ja, und macht halt sehr viel selber. So. Das ja, ist klar. Das, was mich so immer beeindruckt, sind die Choreografien. So. Nicht so übertrieben viele Schnitte wie jetzt Hollywood, so jede ein, zwei Bilder Schnitt, sondern sie ist richtig Choreografie. Der ist wirklich von da oben runtergesprungen, wow, wie gefährlich und alles Mögliche. Und, hast du mal sein Haus gesehen? Ja, ja, klar, der hat so einen richtigen Bunker, wo alles Mögliche drin ist. Auch so verschiedene Stuben. Geheimeingänge und hier drückst du drauf und dieses Buch hebst. Und genau, das ist. Ja, das ist für mich einer der krassesten. Und wir haben die in der Familie immer die Filme geguckt, weil wenn man Jackie Chan Film guckt. Das hat, glaube ich, jeder Ausländer gemacht. Ja, klar. Irgendwie jeder so. Ich weiß noch, damals auf Kabel 1 lief das immer. Ja, und der Grund dafür ist ganz einfach, weil es gibt keine Sexszenen und es gibt nicht wirklich Blut. Ja. So, das ist ja bei uns so ein bisschen so abstoßend. Kennst du das, wenn sich zwei im Fernsehen küssen, so, jeder sucht zu Hause die Fernbedienung, du kriegst gleich Klatsche. Genau da ist die weg, genau da ist die Fernbedienung weg. Genau, auf einmal, so, und alle voll unangenehm, oh, wo ist die Fernbedienung? Also das ist, oder wenn du selber einen Film guckst, dann kommen die Eltern immer zum unpassendsten Moment rein. Die denken, was guckst du da? Und bei den chinesischen Filmen und bei den Bollywood-Filmen früher auch, war sehr wenig davon. Also die haben eine ähnliche Geschmacksfarbe wie wir. Also es ist halt Orient, orientalische. Und wenn du so einen Actionfilm guckst, es muss Kussszene, Sexszene, muss immer drin sein. Und kannst du mit der Familie nicht gucken. Deswegen wächst du von klein auf schon damit auf, solche Shaolin-Filme gucken und sowas. Ist auf jeden Fall hängen geblieben, gucke ich bis heute. Wir haben ja gerade so ein bisschen über Jackie Chan auch gesprochen und dass er verschiedene Rollen spielt. Du spielst ja auch mittlerweile verschiedene Rollen. Also es gibt einmal bei dir den Hamza Bileicht, den MC Fikret. Wo sind die Jungs?
Weil Mirwan von Hauptbahnhof war ja der Letzte, der was released hat. Genau, also soweit ich weiß, hat Mirwan von Hauptbahnhof gerade alles übernommen. Er sucht nach Hamza vielleicht. Also diese Rollen sind das, was ich so auf meinem eigenen Kanal mache. Ich experimentiere da ein bisschen. Das ist jetzt nicht wirklich Rebell-Comedy, sondern jeder von uns experimentiert halt. Ich experimentiere immer mit Rollen. Ich finde das immer ziemlich witzig. Es hat alles angefangen mit diesem Hamza vielleicht. Hamza vielleicht, Kokaina, Mandarina draus gemacht. Und, du hast ja auch den Miami Yassin dann auch getroffen, ne? Ja, was hat der denn da damals so beim ersten Treffen zu dir gesagt? Hat er dich erkannt? Ja, ich muss dazu sagen, ich kannte ihn vorher schon, vor Kokaina. Mhm. Und dann kam Kokaina raus, dann habe ich Mandarina gemacht, dann haben wir uns getroffen. Der fand das natürlich witzig, steht natürlich über sich selber, fand das sehr lustig. Dann haben wir noch ein Foto zusammen gemacht. Cooler Typ, kann auf jeden Fall voll über sich lachen und hat das dann auch abgesegnet, fand das ziemlich cool. Und dann habe ich noch die zweite Strophe davon gemacht. Und dann kam MC Fikret und Hamza haben miteinander Beef gehabt. Das ist so eine Welt für sich, Alter. Und es war immer die Rede von Mirwan von Hauptbahnhof und keiner hatte ihn gesehen. Und jetzt vor kurzem ist er ans Licht gekommen. Und woher hast du die Perücke? Die Perücke ist von Michael Jackson. Also jeder, der Du bist mein Visum kennt, In Du bist mein Visum gibt es schon die Michael-Jackson-Perücke mit Zopf, aber das ist die Michael-Jackson-Perücke ohne Zopf. Wobei man sagen muss, früher, so 80er, 90er Jahre, hat jeder Marokkaner sich lange Haare wachsen lassen. Also wegen Michael Jackson wahrscheinlich. Jeder wollte sich so lange Haare wachsen lassen. Es gibt so diese Oldschool-Marokkaner, die am Hauptbahnhof abhängen, nur New Jack Swing hören und richtige Haschisch-Fans sind und das verkörpert diese Rolle eigentlich. Wie bist du eigentlich auf die Rollen gekommen? Also auch die Personen dann immer so zu nennen. Hamza bin ich durch Snapchat drauf gekommen. Also Snapchat, ich weiß nicht, Poo oder Khalid haben mir Snapchat gezeigt. Ich kannte Snapchat gar nicht. Dann bin ich durch die Filter gegangen und bin bei dem Hamza-Filter stehen geblieben. Und dann habe ich darauf die ganze Zeit so mit marokkanischem Akzent so Spaß gemacht. Da kam auch das erste Mandarina-Video, so im Backstage einfach, so 2G, Mandarina. Und mit vielleicht ja und vielleicht nein. Und das kam so gut an, dass ich mir einen Namen überlegen musste. Und dann habe ich ihn einfach Hamza vielleicht, weil er sagt immer vielleicht, da kann ich vielleicht sagen, habe ich ihn einfach so genannt. Und Snapchat hatte diesen Filter am Anfang die ganze Zeit drauf. Also ich habe mich darauf verlassen, dass der immer da ist. Und jetzt kommen so wenig Hamza-Videos auch, weil dieser Filter ist nicht da. Also, wenn ihr einen Weg kennt, wie man Snapchat irgendwie reinlegen kann, damit man auf die Filter Zugriff hat, weil die ändern die Filter dauernd und es ist seit einem halben Jahr oder sowas ist der Hamza-Filter weg, deswegen kommen keine Hamza-Videos und ich versuche die ganze Zeit an diesen Filter dran zu kommen. Kommt mir nicht mit Datum im Handy ändern und dann geht das, das funktioniert nicht. Das war ein Bug, den haben die wieder aufgelöst, funktioniert nicht mehr. Ich versuche die ganze Zeit an diesen Filter dran zu kommen. Auf jeden Fall ist Hamza von diesem Filter abhängig. Und wenn irgendjemand eine Lösung weiß, meldet euch, sagt mir Bescheid. Ich bin bereit, sehr viel Geld zu bezahlen. Wie viel? 2 Kilo Mandarina. Mehr als 2 Kilo Mandarina, glaubt mir. Echt, für diesen Filter ist auf jeden Fall wird was rausspringen. Wie hast du eigentlich dieses Musikvideo gedreht? Von Hamza vielleicht. Welches, das Mandarina oder genau, Jetski? Jetski. Bei Jetski haben wir uns mit so einem Computertypen zusammengesetzt, der den Filter Frame für Frame bearbeitet hat. Das war so viel Arbeit, kannst du dir schon vorstellen. Ja, jedes einzelne Frame, den Filter. Und der sitzt immer noch nicht. Also viele sagen, ey, das ist nicht 100% Hamza. Also der Snapchat-Filter, die Leute haben sich so an diesen Snapchat-Filter gewöhnt, die erkennen den sofort. Also selbst die ganze Arbeit, das war echt Riesenarbeit, wochenlang gedauert, einen Haufen Geld gekostet, aber ich wollte es halt unbedingt machen. Ich fand dieses Hamza-Projekt einfach so cool, finde ich immer noch. Und es würden mehr Videos kommen, wenn es diesen Filter geben würde oder wenn jemand sich meldet, der das kann. Wir sind gespannt, natürlich. Ja. Wir hoffen, dass sich natürlich jemand meldet, so wenn jemand die Möglichkeit hat, sowas zu machen. Ihr könnt euch auch bei Straßensound melden oder direkt bei Hamza vielleicht. Genau. Hat er irgendwie eine E-Mail-Adresse, der Hamza vielleicht? Vielleicht hat vielleicht nicht. Nee, einfach bei mir melden. Für die Leute, die es nicht wissen, ich bin Hamza, wirklich. Manche schreiben einfach unter als Kommentar, sieht der Typ echt so aus? Was ist los mit dem? Hat der einen Schlaganfall gehabt? Die raffen nicht, dass das ein Filter ist, so, weißt du? Ja, ich bin, oder manche, bist du wirklich der Typ von Mandarina? Und manche fühlen sich sogar angegriffen, so, was soll das, machst du Witze über Behinderte? Nein, Hamza, vielleicht sieht's so aus.
Du hast ja auch noch einige andere Projekte wie Hushbox. Ja. Wir haben heute überlegt, auch Hushbox mit dir in deinem Auto zu machen, aber wir konsumieren kein Haschisch. Genau, das ist immer das Problem. Das ist Haram, deswegen haben wir gedacht, so, das ist auch eine Aufgabe von Murwan. So, wir können ja nicht seine Rolle übernehmen. Ich glaube, da würde er einen Diss-Track auch gegen uns dann machen. Ach, der hat's doch selber gemacht. Der hat's geklaut von Marvin und der ist der Meinung, dass Marvin Marwan heißt und von ihm geklaut hat. Also das Ding ist einfach eine Hommage an Hotbox. Ich gucke mir das Format sehr gerne an, weil das ist cool, ist immer witzig, ist immer anders, ist immer so ein lockeres Gespräch. Und da kam mir die Idee, wegen Marvin Marwan einfach aus Hotbox Hushbox zu machen. Aber das ist ein einmaliges Interview, das ich mit Haben gedreht habe. Und vielleicht kommt noch eins, aber ich will das jetzt nicht als gängiges Format, das gibt es schon. Also es gibt einmal Hotbox, braucht man nicht nochmal Hushbox. Wobei, vielleicht wäre das auch mit Marwan ein bisschen unterhaltsamer. Wir rauchen ja bei uns, es wird kein Haschisch geraucht oder sowas, das sind einfach so Fake-Joints. Und trotzdem schreiben mir Leute so, hey, was soll das, was soll, du beeinflusst die Jugend. Ey, wer sich von Marwan von Hauptbahnhof beeinflussen lässt, ne, für den gibt es keine Hoffnung mehr. Also wenn das dein Vorbild ist, dann hast du verloren, das ist vorbei. Wie bist du eigentlich auf das Lied gekommen von Marwan? Welches, Maria Maria? Genau. Ja, ich hab mich richtig weggelacht. Ja, erstmal hat DJ Khaled das wieder ausgegraben. Das ist ja original Maria Maria. Die haben hier Wild Thoughts drauf gemacht. Und das war wieder der Wortlaut. Maria Marwan. Das hat für mich gepasst und dann habe ich es halt parodiert. Ich denke oft über Parodien nach. Parodien machen wir ja auch bei Rebell Comedy öfter mal. Ich bin da meistens, wenn wir eine Parodie machen, bin ich da mit involviert und schreibe die Sachen mit. Fand ich einfach witzig. Also als ich schon das Video von DJ Khaled gesehen habe, dachte ich, das muss parodiert werden. Guck mal, wie der tanzt und alles Mögliche alleine. Und das hat gerade gepasst, weil da habe ich gerade diese Marwan-Sachen gemacht und dann haben wir Marwan, Marwan. Der Haschisch verkauft einen Hutbahnhof gemacht. Was sind so die nächsten Parodien, die jetzt kommen werden? Oder hast du schon Ideen? Oder sollen wir einen kleinen Aufruf an der Stelle auch vielleicht mal starten? Nee, ob Leute Ideen oder Vorschläge für dich haben? Ja, das kann man auch machen. Wir machen gerne Parodien, aber wir müssen die Songs auch feiern. Das verstehen viele nicht. Ne? Die denken, macht einen Song, der gerade richtig ankommt. Wir müssen schon immer was damit zu tun haben. Bei Du bist mein Visum ist Desolé, war bei uns so auf der Tour, haben wir durchgehört und Kokaina fand ich cool, habe ich Mandarina draus gemacht, ich habe den Song auch gefeiert. Es müssen immer Songs sein, die auch zu uns passen, also wir werden jetzt kein Taylor Swift oder sowas parodieren, nur weil es ein geiler Song ist. Aber der einzige Aufruf, den ich machen kann, ist, okay, klar, wenn ihr Songs habt, wo ihr denkt, ey, das müsste Rebell Comedy mal parodieren, sagt uns Bescheid, vielleicht machen wir das, aber viel wichtiger ist, dass jemand rausfindet, wie man diesen Filter bei Snapchat hinkriegt, weil davon hängt ab, ob noch eine Antwort von Hamza kommt. Marwan hat ja jetzt Hamza angegriffen und wartet auf eine Antwort. Und wenn der Filter von Hamza kommt, dann würde ich eine Parodie machen wieder. Die nächste. Das wäre die nächste Parodie, die anstehen würde. Aber sonst steht halt viel live an. Jetzt live spielen, das ist gerade. Hast du nicht mal vor, so auch die Songs mal live zu performen? Nee, das ist so aus Jux oder sowas, aber jeder, der die Stand-Up... Weil wir haben heute echt so gedacht, so ganz zum Schluss, so, wo du dann halt an der Bühne warst, ey, wollt ihr noch was hören? Wir dachten so, okay, jetzt kommt irgendwie, gehst nach hinten, holst eine Perücke und performst den Song oder so. Ja, guck mal, wie blöd das schon alleine ist. Du bist da die ganze Zeit als du selber, dann gehst du raus, siehst eine Perücke an und kommst wieder raus, so, hey, hier bin ich, jemand anders. Ich mag dieses Rollen beim Stand-Up, mag ich eigentlich überhaupt gar nicht. Ich will schon, dass die Leute weiterhin zu meinen Stand-Up-Shows kommen, wegen den Geschichten, die ich erzähle. Man erlebt immer mich so 100% ohne Rolle, immer so authentisch, davon lebt mein Stand-Up-Comedy. Und das soll auch so bleiben. Vielleicht mache ich irgendwann mal eine Show, wo nur Rollen drin sind, wo man aber nichts von mir erfährt. So. Das könnte ich mir höchstens vorstellen. Aber der Teddy das immer macht. Genau, ne? Der macht das super zum Beispiel. Man erfährt nicht genau so viel über Teddy, aber die Rollen sind halt on point. Jede einzelne ist eine Person. Du hast nicht die Person dahinter. So. Bei mir hat man sehr oft die Person dahinter. So, ich stehe zum Beispiel als Marwan vor dir, du siehst immer noch Benicer. Weil du ihn zu gut kennst. Aber bei ihm ist es ja nicht anders, bei dem Teddy. Da sieht man ja auch immer Antoine.
Wenn man ihn sieht, genau, ist man so, ey, was schlaberst du? Ja, so, genau. So, das ist so die erste Reaktion. Ja, man sieht eine andere Rolle, die sogar noch witziger ist. Aber man sieht nie die richtige Person. Ja, weil wenn du eine richtige Person siehst, dann versuchst du auch so, die Schwächen zu sehen. Ja. Oder wie kannst du ihn aus der Reserve locken oder sowas. Er ist auch so ein Rollenprofi, ne? Den kriegt man nicht aus der Rolle raus. Ja. Bei mir ist, wenn ich lachen muss, ist schon vorbei. Also wenn ich in der Rolle als Marwan oder als Hamza, wenn ich lachen muss, ich verliere direkt die Rolle. Ist ja auch eine Kunst, in der Rolle drin zu bleiben, live. Mhm. Beim Videodreh kriege ich das noch hin, aber so ein guter Schauspieler bin ich nicht. Sonst würde ich damit auch auf die Straße gehen, überall Leute verarschen bei Burger King und so. Aber das schaffe ich einfach nicht, weil sobald ich lachen muss, komme ich selber raus. So, das erfordert viel Training und die Zeit habe ich einfach nicht. Wie seid ihr eigentlich das Projekt angegangen zu Du bist mein Visum? Das haben wir während der Tour, haben wir das die ganze Zeit so gesungen. Also es war ein Bit von mir, wo es um Marokkaner ging, der zu einer Frau sagt, hey, du bist mein Visum. Und das haben wir die ganze Zeit, wir haben auf der Tour die ganze Zeit Désolé gehört. Mhm. Und Khalid und ich haben die ganze Zeit drauf rumgesponnen und immer wieder gesungen, du bist mein Visum. Und das war so wie so eine Hymne bei uns. Und dann haben wir es geschrieben und ein Jahr später haben wir es erst aufgenommen. Weil dann diese Frauke Petri-Sache kam und dann kamen diese Übergriffe Nafris am Hauptbahnhof und wir dachten, hey, alle reden gerade so ernsthaft davon, lass uns mal das ein bisschen so auf die Schippe nehmen. Und das haben wir gemacht. Das ist bis jetzt unsere erfolgreichste Parodie auf jeden Fall. Also es ist sehr gut abgegangen. Und das ist auch so bei mir hängen geblieben. Ich denke auch immer meiner Frau vor, dass ich ihr Visum bin. Ja. So, seitdem wir geheiratet haben, bin ich ihr Visum, so nicht andersrum. Ja. So. Warum hat deine Frau keinen deutschen Pass? Und, ich weiß nicht, hast du einen deutschen Pass? Also, sie hat eigene Visum. Ja, das ist halt, wir sagen halt immer, du bist mein Visum, ja, weil man sich durch Ehe kann man sich ja einbürgern lassen. Ne? Und auf jeden Fall. Da war das war so die Thematik da drin. Einfach ein bisschen die AfD ärgern und sowas. Darum ging's. Wie siehst du eigentlich so, also ihr spricht auch einige politische Sachen an, wie auch vorhin auf der Bühne, hast du auch ein bisschen über Integration und so gesprochen. Gerade eben sprichst du auch die AfD an. Wie siehst du so diese ganzen Sachen momentan in Deutschland? Vielleicht hast du auch so das aktuelle Interview von Bushido mit der Beatrix von Storch gesehen. Ja, habe ich gesehen. Fand ich auch cool. Fand ich cool, ja. Ich beschäftige mich nicht so viel damit, ne? Ich bin Comedian, Unterhalter, so Unterhaltung ist eigentlich mein Ding. Aber er hat halt so eine plumpe Aussage von Storch gut ausgehebelt. Das fand ich ziemlich cool mit der deutschen Küche. Das ist so Leitkultur, dass man Schweinefleisch isst. Und man sagt dann halt, ey, die Leute müssen sich anpassen an unsere Küche, in der Schweinefleisch gegessen wird. Und sie hat halt nicht gemerkt, dass sie damit auch gegen Juden schießt, weil Juden essen auch kein Schweinefleisch und essen auch koschere Küche. Das heißt, man muss die Küche auch umstellen für Juden oder Vegetarier oder Veganer. Weil bei Vegetariern sagt keiner was in Deutschland. Und da hat er echt ein gutes Argument gefunden und das ausgehebelt. Also solche Sachen finde ich halt. Ich finde nicht, dass Schweinefleisch deutsche Leitkultur ist. So, das ist größter Quatsch überhaupt so. Bei solchen Sachen denke ich dann halt so, okay, da sage ich dann meine Meinung, aber was so richtige Politik angeht oder sowas, da sind wir nicht so drin. Wir machen Spaß darüber, wenn etwas ein großes Thema ist, natürlich, aber mehr nicht. Aber ihr sprecht doch, finde ich persönlich, oder finden auch einige andere Zuschauer, die auch so einen Immigrationshintergrund haben, ihr sprecht so einige Thematiken an, die so alltäglich sind, womit man fast alltäglich konfrontiert wird. Also ich arbeite auch in einem Laden und ab und zu mal, wenn ältere Leute da reinkommen mit ihren Enkelkindern, so, dann sind die auch so, oh, die sprechen aber gut Deutsch. Ja. So, das ist so, ja, sonst würde ich ja nicht den Job hier haben. Ja, ja, darauf weisen wir natürlich hin, aber das passiert in unserem Leben. Das ist nicht so, dass wir politisch da dran gehen, sondern das passiert ja. Damit kann man halt zeigen, so, okay, Gastarbeitergeschichte in Deutschland ist noch nicht so lange her. So die ältere Generation, die älteren Deutschen, für die ist es immer noch schwierig, wenn die jemanden sehen, der so aussieht wie wir jetzt und so fließend Deutsch spricht. Und das wissen die meisten deutschen Freunde von uns zum Beispiel, wissen das gar nicht, weil die halt in einer anderen Haut stecken. Die, erst wenn du das erzählst, merken die so, hey krass, ihr seid in einer ganz anderen Welt groß geworden als wir. So, weißt du? Und darauf weisen wir hin, aber nie so mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern wir machen daraus einen Witz. So. Wir halten den Leuten den Spiegel vor, dass sie sehen so, das ist Quatsch, dass ich zu dem sage, hey, sie können aber gut Deutsch sprechen. Der Typ spricht besser Deutsch als ich, hat mehr Deutschland gesehen. Ich glaube, ich habe so viele Dörfer in Deutschland gesehen, hat kein Deutscher gesehen. So. Alles an Deutschland, Schweiz und Österreich sogar. So. Alles, was Deutsch spricht, schon gesehen. Also es ist
wir leben hier mittlerweile dritte, vierte Generation und das ist so ein bisschen auch von den Comedians und den in der Unterhaltungsbranche den Leuten und auch Sportlern, das so ein bisschen auszuhebeln. Da merken die so, okay, wir sind angekommen. Deutsche Fußballmannschaft ist ja jetzt auch voll durchgemischt. Ist nicht mehr wie 1990 so. Ja, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall. Wie sehen die Pläne bei dir weiter aus? Wie sehen die Pläne bei der Rebel Comedy aus? Wird es einige Zugänge geben, Abgänge geben, Transfers? Ach so, wie wird es da so aussehen? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir sind ja jetzt schon 10 Jahre da. Also jetzt langsam könnt ihr die Ohren aufmachen für die nächste Generation. Mehr sage ich dazu auch noch nicht. Das wird eine nächste Generation geben. Es gibt Zugang, Zuwachs bei der Rebel Comedy. Könnt ihr, wenn ihr euch mal schlau macht über die Hochansteckentour, die spielen wir jetzt dieses Jahr. Ab November geht's los. Hochansteckentour ist Arena-Tour. Zum ersten Mal spielen wir Arena. Das ist das Größte, was man spielen kann auch. So größer werden wir nicht spielen. Oh, tut mir leid. Größer werden wir nicht mehr spielen. Die Tour steht an. Natürlich viel Nachwuchsförderung für nächstes Jahr und Solo-Shows. Also jeder Rebell-Comedian hat ein Solo-Programm und wird auch nächstes Jahr auf Solo gehen. Ich habe jetzt schon, spiele ich im zweiten oder fast im dritten Jahr schon mein Solo-Programm. Das spiele ich dieses Jahr noch zum letzten Mal und ab nächstes Jahr wird es mein zweites Solo-Programm geben. Also du hast kein zweites parallel laufen gerade? Nee, ich habe ein Solo-Programm, das ich jetzt spiele. Be Nicer heißt das. Das spiele ich immer noch. Das ändert sich zwar so, wenn man es jetzt vor 2 Jahren sich angeguckt hat, das sind ganz andere, viele andere Inhalte als jetzt. Aber das sind alles Sachen, die ich halt in dem von diesen 200 Minuten, von denen ich dir erzählt habe, daraus schöpfe ich immer da rein. Aber es wird nächstes Jahr ein komplett neues Programm geben, das nur für die Solo-Tour gespielt wird, auch nicht vorher bei Rebel Comedy. Bei Rebel Comedy wird es auch neue Inhalte geben, aber es wird zudem nächstes Jahr auch ein neues Programm von mir geben. Wo werden so deine nächsten Stops sein? Wo wirst du demnächst noch Solo spielen bis zum Ende des Jahres? Boah, was habe ich denn jetzt noch? Ich glaube, ich habe noch Remscheid, Kassel, 28. Ich weiß nicht, wann dieses Interview rauskommt, aber 28. September. Sobald du und Hamza und alle uns das okay geben. Hier wurden ja einige Namen erwähnt, die mit dir zusammenarbeiten. Ah, okay. Ja, die muss man natürlich fragen. Hamza ist schwer zu erreichen gerade. Aber 28. September Kassel und 2. November Wiesbaden. Das sind auf jeden Fall die Stops, die ich gerade im Kopf habe. Sind, glaube ich, noch ein paar kleinere Städte. Aber Wiesbaden wird auf jeden Fall krass. 2. November. Und das ist auch der letzte Stopp, 2. November. Danach wird es dieses Solo-Programm wird danach nicht mehr gespielt. Vielleicht dann irgendwann in 10 Jahren wieder, so ein Jubiläum. Nee, wird es wahrscheinlich aufzeichnen und danach ist es wird das ad acta gelegt, oder wie man sagt. Wie laufen eure Aufzeichnungen, also für eure eigene Show? Ist das so über den ganzen Tag hinweg, dass es gedreht wird? Oder weil, also ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen soll. Ich war noch nie bei so einer Aufzeichnung dabei. Also wir haben ja so, das jetzt so, was auf WDR läuft, ist unsere dritte Staffel. Jede Staffel wird einzeln aufgenommen. Also bei einer Staffel sind, glaube ich, 12 oder 13 Folgen und die werden innerhalb von 3 Drehtagen aufgenommen. Es gibt 3 Drehtage. An jedem Drehtag gibt es eine Show und aus dieser Show werden die Folgen rausgeschnitten. Ach so. Also dann gibt es an Tag 1 werden 4 Folgen aufgenommen, an Tag 2 werden 5 Folgen aufgenommen, Tag 3 werden wieder 4 Folgen aufgenommen und so kommt das halt dann zustande, dass du 13 Folgen hast für das ganze Jahr. Das heißt, wir filmen 3 Tage und das wird das ganze Jahr über gesendet. Alles, was man jetzt im Fernsehen sieht, wurde von einem halben Jahr aufgenommen. Krass, okay. Also ich dachte jetzt so, das ist so immer wieder. Immer so montags oder so wie bei TV Total. Ja, das macht man eigentlich nur bei Shows, die so aktuell sein müssen. Mhm. Jetzt so TV Total oder sowas. Die nehmen ja Bezug zu dem, was gerade passiert. Ja. Und wir erzählen ja einfach unsere Geschichten, die immer aktuell sind. Deswegen, wenn du so eine wöchentliche Show hast oder sowas, dann machst du das, aber bei uns nicht. Wir haben einmal die komplette Staffel gefilmt in 3 Tagen und dann wird es das ganze Jahr über gesendet. Jetzt habe ich natürlich wieder was dazugelernt. Jetzt weiß ich, wie das bei euch läuft. Ja, das ist aber auch mehr so ein Spaßding. Wir haben da einen guten Partner mit WDR, die lassen uns auch machen. Also es ist nicht so, dass die uns in irgendeine Richtung lenken, sondern die nehmen die Show so, wie sie ist und filmen die, zeichnen die halt einmal auf und senden die im Fernsehen. Aber viele denken, auch wenn die zu uns zu den normalen Live-Shows kommen, fragen die uns danach, wann wird das denn gesendet? Hast du irgendwo Kameras gesehen? Das ist einfach nur eine Live-Show.
Filmt ihr auch manchmal, also jetzt auch auf der vielleicht auf der Hochansteckentour, dass ihr bei einem Tourstop sagt, ey, wir filmen hier den Stop mal für die Leute, weil es ist ja 10-jähriges Jubiläum. Ja, nee, das machen wir nicht während der Tour. Also okay. Vielleicht filmen wir danach eine DVD davon, so, das kann gut sein. Aber auf der Arena-Tour wird es auch etwas ganz Neues, Spezielles geben. Es ist eine Arena-Tour, es ist größer, das Publikum ist weiter weg. Wird schon ein bisschen was verraten? Exklusiv? Nee, nur, dass die Tour hoch ansteckend heißt. Es gibt 10 Comedians, das wird auf jeden Fall nicht das typische Stand-up, Bühne, Moderator und sowas, sondern es wird ein paar Gimmicks geben. Natürlich ist es Arena-Tour. Jeder, der schon mal in der Arena war, weiß, da wird viel mit Pyrotechnik und sehr viel Explosionen und sowas gemacht. Also etwas in der Richtung wird es bei uns auf jeden Fall auch geben. Alles klar. Wir werden natürlich hoffentlich vorbeischauen. Ja. So, also, wenn du uns einlädst, nein. Ja, doch, gerne. Spaß, also, der Usus meinte ja schon zu mir, dass wir auf jeden Fall vorbeikommen sollen. Wir sind auf jeden Fall, wir waren schon fast bei allen Shows bei euch dabei, wenn es bei uns in der Nähe war. Und wir haben uns immer sehr gefreut, immer sehr viel gelacht. Ja, doch. War immer ganz gut mit euch. Ja, das letzte Interview mit euch allen. So, das war so ein Moment, wo ich mir so dachte, soll ich einfach jetzt aufstehen, weil ich saß da nur noch. Ja. Und ihr habt einfach das Interview unter euch geführt. Ja, ich glaube, deswegen will auch niemand ein Interview mit Rebell Comedy, so als alle. Wenn du alle auf einen Haufen hast, wird es immer laut. Außer TV Straßensound natürlich. Genau, ihr traut euch, das ist gut so. Yes, richtig Straße. Alles klar, Vanessa. Deine letzten Worte an deine Hörer, Fans, Supporter. Ich übergebe dir einfach mal das Mic, das ist deine Kamera. So, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Interview. Dank an TV Straßensound. Cooles Format. Kommt zur Rebell Comedy Show, hoch ansteckend. Geht generell auf Stand-up Comedy Shows, damit die Kunst weiterleben kann. Kommt auf mein Solo, mein zweites Solo nächstes Jahr. Und danke für den Support. Bis dann. Oh, ey, und besorgt mir jemanden, der diesen Filter machen kann. Hamza wie Leichtfilter. Bis dann, alles Gute. Ach ja, Benester, bevor ich mich noch bei dir verabschiede, wegen Achi, dem Entertainer, ist ja ein Kollege von euch und euch Jungs ist der Name Ja-Mann bei mir hängen geblieben. Jeder, der mich jetzt sieht, nennt mich nur noch Ja-Mann. Obwohl es Ja-Mann ist, das N, da gibt es kein N in dem Namen. Ich dachte, das ist Ja-Mann. Ja, ihr wart alle so, jeder von euch. Khaled und so wussten ja, wie ich heiße, aber die haben es ja so joke-mäßig dann so gesagt, so, aber dieses Ja-Mann. Seitdem ja, jeder, der mich sieht, der nennt mich jetzt so. Ja, Mann, jetzt wo du es sagst. Ich sage auch immer Ja, Mann, aber gut, Ja, Mann. Ja, letztens, als ich angerufen habe. Aber alles gut. Alles klar, Vanessa, ich danke dir vielmals für das Interview. Auch, ne? Und ey, du sprichst echt gut Deutsch, ne? Oh! TV Straßensound, wir sind raus.